Heute dürfen sich mal mein inneres Kind und mein innerer Petrolhead die Hände schütteln. Herrlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute wieder aus dem Klemmbaustein TV Studio. Diesmal mit einem Set der Firma Megakonstrux. Die haben ja dieses Jahr schon das ein oder andere coole Set auf den Markt geschmissen. Unter anderem halt auch aus den ihrer Hot Wheels Serie. Die Lizenz zu Hot Wheels ist ja eine hauseigene. Megakonstrux gehört ja zu Mattel. Und die haben ja jetzt angefangen, dieses Jahr hier ihre alten legendären Hot Wheels Modelle, also die Diecast Autos, wir kennen sie alle früher noch hier vom Spielen auf dem Spielzeugteppich damit, haben die angefangen in Klemmbausteinversionen rauszubringen. Momentan so in diesen Größen hier. Hier haben wir auch noch ein Set, hier stehen auch noch ein paar von mir hier, die ich euch schon gezeigt habe. Und es gibt halt da auch den Bone Shaker. Ja, das ist hier dieser hier. Ich zeige ihn euch mal. Und den gibt es einmal hier als normales Auto und den gibt es einmal hier als Monster Truck. Und was jetzt ganz neu ist, dass Megakonstrux überraschenderweise festgestellt hat, dass es auch eine Menge erwachsener Leute gibt, die sowas cool finden und hat deswegen eine komplett neue Serie jetzt hier ins Leben gerufen. Und zwar hier die Hot Wheels, die großen, ne, die Building Sets. Und zwar mit 904 Teilen haben sie jetzt hier den Bone Shaker aufgelegt. Hat hier dann die Artikelnummer HBD50. Und das Coole ist, man hat dabei auch noch mal ein Diecast-Modell mit dabei. Also nicht nur das Modell aus Klemmbaustein. Nee, da ist auch noch mal einmal hier dieses kleine Metallautochen dabei, wie wir es halt früher noch aus dem Sandkasten und dem Spielteppich kennen. Finde ich cool, weil da hat man so beides. Einmal die ultimative Kindheitserinnerung und ein schönes, hoffentlich schönes Bauerlebnis. Kosten tut das Ganze hier normalerweise sowas um die 70 Euro. Aber momentan, wenn man so ein bisschen guckt, bei Amazon zum Beispiel kriegt man es auch für unter 50 Euro. Und da fängt es natürlich an, wirklich interessant zu werden für 900 Teile. Die Teile von Megakonstrux, ich baue da gerne mit. Sie unterscheiden sich teilweise ein bisschen von denen aus Dänemark, sind aber 100% kompatibel, haben aber so teilweise ihre ganz eigenen Steine auch dabei, um Baulösungen zu verwirklichen, die so mit Lego gar nicht möglich wären. Und das persönlich reizt mich ja sehr. Zum einen stehe ich ja mit Lego so ein bisschen auf Kriegsfuß und zum anderen ist es einfach mal schön, so ein bisschen neue Sachen zu erleben. Und deswegen gucken wir jetzt mal, was wir hier in dieser Packung finden. Das heißt, erstmal halte ich es euch noch mal ein bisschen in die Kamera. So sieht es von hinten aus, mit ein paar schönen Detailaufnahmen. Ihr seht, hier sieht das alles aus, als wenn das verchromte und metallfarbene Teile sind. Ich bin mal gespannt, wie sie das hinterher gelöst haben innen drin. Ja, das, was man zu erwarten hat, ist hier, dass das alles Drucke sind, was man hier sieht, weil Megakonstrux ja nicht mit Aufklebern arbeitet. Auch das ist bei dem Preis natürlich dann nochmal schöner. So, jetzt machen wir das Ganze mal hier auf, vorsichtig. Ja, gegebenenfalls ist das ja auch eine bisschen aufwendigere Verpackung. Da habe ich ja in letzter Zeit öfter mal was verbockt. Ja, hier sind noch mal zwei. Zwei Klebstreifen. So, dann kann man das hier nämlich anheben und dann kann man das Ganze so aufmachen. Ja gut, ist jetzt nicht so spektakulär, was einen da erwartet. Aber ihr seht, es ist relativ voll hier innen drin. Ja, also die 900 und ein paar zerquetschte Teile. Plus hier unser Diecast-Auto. Und ich würde mal sagen, ich wechsle jetzt die Kameraperspektive und wir gucken uns das Ganze mal an. Und dann holen wir das da raus. Obwohl, die kann ich jetzt auch schon mal hier rausholen. Ja, die Reifen sind noch mal separat verpackt hier. Einzeln dabei liegend mein Lieblingsteile-Trenner. Ja, und das Diecast-Auto, das werden wir gleich vorsichtig in der anderen Kameraeinstellung rausholen. So, insgesamt haben wir hier 9 Tüten plus hier die Knack- und Backrolle mit den Reifen drin. Und die Reifen lassen schon vermuten, es wird kein ganz kleines Modell werden. Und hier in der letzten Tüte sieht man auch schon hier wieder, dass da auch richtig tolle Drucke bei sind. Und auch das ein oder andere coole Sonderteil, wie hier dieser Skull. Und der ist es ja, der dieses Auto für, ich sag mal, den Thorsten, den 6-jährigen oder 8-jährigen Thorsten so richtig geil gemacht hätte. Also diese ganzen Sachen mit Totenschädeln und so, da fährt man in dem Alter ja voll drauf ab. Und da ich mich ja eigentlich seitdem,
herzmäßig nicht so weiterentwickelt habt, holt mich das auch noch weiterhin an. Ne? Also Totenschädel geht ja immer. Ne? Mag ich gerne. Ja, hier so mit gekreuzt und Flammen und so. Super cool. Gefällt mir gut. Ich habe jetzt hier mal den Diecast rausgeschnitten. Da war nämlich hier so eine Linie, wo man dran langschneiden soll. Habe ich rausgetrennt. Wer die Verpackung aufbewahren will, der muss sich ein bisschen vorsichtiger hier von hinten daran arbeiten. Es sieht aber wirklich so aus, als wenn das Diecast-Auto hier in der Originalverpackung von Hot Wheels da einfach drin ist. Was natürlich auch cool ist. Ja, also für den einen oder anderen Sammler wahrscheinlich durchaus interessant. Wer sich da ein bisschen mit auskennt, kann da ja mal unten was in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten haben wir hier wirklich eine große Bauanleitung. Die haben ja immer ein bisschen merkwürdige Formate bei denen. Auch hier haben wir wieder so eine längliche. Und dann haben wir hier ein paar Infos zu Larry Wood. Das ist der gute Mann, der das Ganze designt hat. Ja, und eine Menge von diesen Crazy Designs gehen, glaube ich, auf den sein Konto. Aber halt vor allem hier die ganzen verschiedenen Bone Shaker, die es da schon gegeben hat. Sehr cool. Ja. Crazy Old Man, finde ich klasse. Und hier sehen wir die ersten Konzeptzeichnungen davon. Hot Rod halt, ne? Mit einem Chop Shop, so nennt sich das Ganze hier. Da wird quasi bei einem alten Auto das Dach abgeflext, eingekürzt und wieder aufgeschweißt, sodass das halt schön weit runterkommt. Super zu sehen zum Beispiel sind solche Autos auch, vor allem eins bei American Graffiti, eins der frühen Filmwerke von George Lucas, bevor er sich an Star Wars gewagt hat. Und da wird so ein Auto von Harrison Ford gefahren, nicht mit diesem Totenschädel, aber halt so ein Chop Job Hot Rod. Ja, und dann hat er natürlich hier noch modifizierten Motorblock und sowas alles gerichtet. Halt typisch Hot Wheels mäßig, schön übertrieben, sehr cool. So sieht dann hinter das Display aus, wo unser Diecast draufstehen soll. Ja, hier die Anleitung, wie man den Teiletrenner benutzen soll. Wie schon gesagt, das ist mein Lieblingsteiletrenner. Der hat so viele schöne Funktionen, ist aber trotzdem recht stabil dabei. Ja, und dann geht es dann hier zur Bauanleitung. Megakonstrukt-typisch halt mit dieser Farbkodierung. Das heißt, man sieht hier immer ganz genau, was wo auf welche Noppe kommt. Wenn man sich da ein bisschen eingefuchst hat, baut es sich da wirklich super gut mit. Insgesamt ist das ganze Ding 114 Seiten lang. Und hat Trommelwirbel 294 Bauschritte. Und damit werden wir also pro Bauschritt rund 3 Teile verbauen im Durchschnitt. Und es ist wirklich hier Bauabschnitt Tüten. Also Tüte 1 ist wirklich der erste Bauabschnitt. Oft ist es bei Megakonstrukts ja auch so, dass 2 oder 3 Tüten zusammen einen Bauabschnitt ergeben. Aber hier scheint es wirklich so zu sein, dass jede Tüte ihren eigenen Bauabschnitt begründet. Boah. Junge, Junge, Junge. Wortfindungsstörungen hier heute. Muss erst mal gleich einen Schluck trinken. Ich habe hier noch ein Käffchen hier am Start. Hier. Den guten Snoochie-Woochies. So, Koffein tut eine Wirkung. Es geht ans Bauen. Also Tüte 1 aufs Tellerchen und los geht's. So, da haben wir die erste Tüte hier auf unsere Tellerchen verteilt. Hier waren 2 kleine Tüten in der großen Tüte. Und wir sehen hier zum einen halt, dass wir hier so ein schönen Weinrotton haben, in dem das ganze Auto hinterher gebaut wird. Das wird gut aussehen, denke ich. Und die Metallteile sind halt hier in Flat Silver gehalten. Ich weiß, da werden jetzt einige von euch wieder aufstöhnen, weil die ja immer, man sieht es hier auch schon, mit so Gussverlauf-Spuren drin sind. Aufgrund der Pigmentierung, die da drin ist, kriegt man die ja nie so richtig homogen hin. Ich persönlich mag das, aber es gibt auch eine Menge Leute, die das nicht mögen und die halt allgemein den Stein von Megakonstrux, ja, ich sag mal, so ein bisschen billigeren Look nachsagen. Ich persönlich mag das allerdings. Bauen lassen die sich super, da gibt es nichts. Und über die Optik der Steine, ja, da kann man halt vortrefflich streiten. Ne? Das ist halt einfach so. Ansonsten haben wir hier unsere Knacko-Backrolle. Gucken wir mal, was sich da drin Schönes so versteckt. So, und da haben wir nämlich unsere Reifen. Schön hier, Weißwandreifen. Sonst relativ unspektakulär. Weich. Werden sich hinterher gut darauf machen, denke ich. So, und jetzt geht's ans Bauen. Und ich melde mich einfach mal, wenn mir was auffällt oder wenn ich hier den ersten Bauabschnitt durch habe. So, wir sind jetzt bei Tüte 2 angekommen. Da war einmal das drin, dann war hier diese Tüte in der Tüte und in der Tüte ist nochmal eine Tüte. Also wie so eine Matroschka-Puppe hier das Ganze. So weit sind wir bis jetzt gekommen. Und da kriegt man schon mal so ein ungefähres Gefühl,
wie groß das Ganze wird. Und ja, also ich denke mal, die Abbildung hier auf dem Karton, die dürfte ungefähr, ja, dürfte fast schon hier der Größe entsprechen, die er hinterkriegt. Nicht ganz, vermute ich mal, aber nicht viel kleiner. Das wird ein relativ großes Modell, was ich persönlich ja schön finde. Das wird sich sehr gut hinterher im Regal machen. Und die Farben gefallen mir auch gut. Und wenn man sich so anguckt, also irgendwelche wilden Farben, bis auf hinterher hier bei dem Stand, wo das Diecast-Modell draufkommt, gibt es hier auch nicht. Ach, apropos Diecast, hatte ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. So sieht das Ganze aus, wenn man es dann aus der Verpackung rausgepult hat. Das HW68 hier, das steht vermutlich mal, denke ich mal, für das Jahr, wo der Designer hier von General Motors, glaube ich, war es, zu Hot Wheels gewechselt hat. Mal eben gucken. Ja, wir haben ja hier so einen schicken Lebenslauf hier drin. Und, Ford Motors war er. Ja, und ist 69 rüber gewechselt und ist seitdem bei Hot Wheels dabei. Und hat, wie schon gesagt, etliche von diesen Autos designt. Den Bone Shaker 2006. Also den gibt es jetzt 15 Jahre. Mir kommt es irgendwie vor, als hätte ich den in der Kindheit auch schon gekannt. Vielleicht gab es dann Vergleichbares. Ich denke mal, dass ich den vielleicht mit diesem hier durcheinander werfe. Auf alle Fälle gab es auch damals schon so Hot Rods mit Chop Chop und sowas von denen. So, Tüte 2 ist auch verbaut. Die hat uns so weit gebracht und mir die Erkenntnis, dass ich das eben falsch rum gesehen habe. Wir haben bis jetzt den Teil gebaut. Und damit wird das Ding sogar größer, als das hier auf dem Bild ist. Also der wird recht ansehnlich von der Größe her. Bis jetzt ist er bautechnisch relativ unspektakulär, aber spaßig. Wir haben hier so ein paar kleine Details schon gebaut. Ich denke mal, dass das ein Tank ist. Dann haben wir hier eine kleine Kiste, die kann man so ein bisschen aufklappen. Er ist innen drin allerdings komplett unterbaut, also kann man nichts reinpacken. Ist einfach nur für die Optik. Ja, kriegt auch schon langsam Gewicht. Hier haben wir jetzt die Tüte 3. Waren wieder Tüte in Tüte in Tüte. Ja, und das wird jetzt, denke ich mal, ein relativ kurzes Vergnügen, das reinzubauen. Das sollte schnell gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig rüberkommt hier in dem Video. Aber die roten Teile, die haben nicht nur schöne Farbe, die sind auch alle mit Glitzerflakes drin. Also so ganz, ganz leichten Glitzer haben die innen drin. Was dann hinter dem ganzen gebauten Fahrzeug so ein bisschen die Optik von der Metallic-Lackierung gibt. Also das ist nicht irgendwie, dass die Oberfläche nicht schön ist oder so, sondern das sind Glitzerflakes, die da drin sind. Also das nenne ich jetzt mal Liebe zum Detail. Ich hoffe, das kann man erkennen. Hier diese kleinen Trans-Red-Aufsätze hier, diese kleinen Fliesen, die sind alle bedruckt mit kleinen roten Flammen. Ja, und die sind hinterher hier für die Rücklichter von dem Fahrzeug hier. Also das wäre keinem aufgefallen, hätten sie das nicht so gemacht. Aber wenn man es denn erstmal weiß und drauf hat, sieht es cool aus. So, Bautüte 3 haben wir auch durch. Die hat uns jetzt hier so weit gebracht. Hinten haben wir schon das Nummernschild dran. Hot Wheels. Und auch hier HW für Hot Wheels. Und leider merkt man jetzt, wenn man sich das hier anguckt, dass es mit der Farbtreue wieder mal so semi-weit her ist. Also wir haben auch hier wieder verschiedenste Bordeaux-Töne innerhalb des Bordeaux. Aber dafür kann man jetzt hier schon schön sehen, dass das ganze Fahrzeug hier hinter diesen schönen Metallic-Lack-Look bekommt. Metallic-Lack-Look, geiles Wort. Ja, so langsam erkennt man hier wirklich was verbauen. Haben jetzt auch schon angefangen, hier so ein bisschen den Innenraum zu bauen. Wirklich drei Pedalen, also ein Schaltwagen. Ja, für einen Amerikaner, nicht schlecht. Keine Automatik. Es wird, also ein bisschen hecklastig momentan noch, aber es geht voran. Jetzt haben wir hier die Tüte 5, da waren diese Teile hier drin und unter anderem hier sogar nochmal extra verpackt ein kleiner Totenschädel. Das wird der Schaltknauf, ganz stilecht hier für dieses Auto. Und dann haben wir hier noch ein Bauteil, das finde ich cool, und zwar einen Roundplate 180 Grad Baurichtungsumkehr, also ein Roundbrew quasi. Den habe ich so bis jetzt auch noch nicht gesehen. Sehr cooles Teil. Ich mag es ja sowieso immer, wenn man mal wieder Teile entdeckt, die man so bis jetzt hier noch nicht hatte. Zum Beispiel hier diese abgeschrägten Bricks. Die finde ich cool. Da
Da kann man nämlich schön mit hier um die 90-Grad-Ecke bauen. Ja, gut, kann man mit normalen Steinen auch, aber ne? Es geht halt auch. Mal gucken, kriegt man das dann hier so noch verbunden? Jo, das geht sogar. Da kriegt man sogar einen Verbund dann rein. Sehr cool. Hier auf den Seiten 52, 53, da haben wir schön mal so computergerenderte Bilder von dem Boneshaker, wie er aussehen würde, wenn er ein echtes Auto wäre. Und was soll ich sagen? Geil. Ich würde mir den wohl zu Hause hinstellen, hätte ich denn Platz und Geld dafür über und Zeit, mich drum zu kümmern. Und das ist ja das Hauptproblem bei solchen Autos. Bei mir sind da auch so, ich möchte mal sagen, zwei Herzen in einer Brust am Schlagen. Zum einen mag ich solche Autos unheimlich gerne. Ich habe auch selber schon den einen oder anderen Old- oder Youngtimer besessen, habe das aber dann irgendwann sein lassen, weil ich einfach nicht als Schrauber begabt genug bin, um sowas gescheit zu warten. Auf der anderen Seite finde ich es einfach geil. Ich mag solche Autos, sowohl einfach Oldtimer als auch hier solche individualisierten Geschichten. Das ist cool. Dann ist bei mir aber allerdings auch mein Öko-Herz irgendwo am Schlagen, das mir dann sagt, hier, ne, Burning Dinosaur Bones ist ja eigentlich auch nicht mehr so 100% zeitgemäß und das bisschen Erdöl, was uns noch verblieben ist, das brauchen wir, um da Klemmbausteine raus herzustellen. Also Plastik sozusagen. Das ist eigentlich zu schade, um es zu verbrennen. Aber naja, gut. Das Problem wird sich sowieso ohne mein Zutun in den nächsten Jahren fürchte ich dann lösen. So, Tüte 5 ist auch verbaut. Wir haben hier mittlerweile den Schaltknüppel auch installiert. Wir haben die Handbremse, wir haben die Sitze. Auch hier schön mit Drucken, BS für Boneshaker, in den Kopf stützen. Wir haben hier den Mitteltunnel schon gebaut. Da kommt das Radio hinterher hin. Hier wird das Lenkrad dran kommen. Das ist übrigens bei dem eigentlichen Auto eine Wirbelsäule hier. Dieses hier, deswegen ist das so geschwungen. Jetzt haben wir hier Tüte 6. Da waren hier diese Sachen drin und diese Drucke. Und wenn ich mir die Drucke so angucke, die sind schon fast auf Cuman-Niveau oder Keyplay. Genauer gesagt. Also wirklich richtig cool. Ja, die, wenn einer verrückt genug sein sollte, das Set hier auseinanderzunehmen und in die Baukiste von seinen Kids zu bauen, diese Steine, die werden sich auf alle Fälle großer Beliebtheit erfreuen, würde ich mal behaupten. Ja, dann haben wir hier ein Navi, eine Fliese, da ist quasi das Navi drauf und Boneshaker Radio 99.9. Ich denke mal, in Deutschland würde sich Radio Bob auch in dem Auto ganz gut machen. Alexa, spiele Radio Bob. So, wir haben jetzt den Innenraum hier fertig mit Armaturenbrett, Radio, Schaltung, alles. Wir haben hier die Tür, wo man dann schön reingucken kann. Wir haben hier oben den Dachrahmen und jetzt kommt hier noch das Dach oben drauf. Und damit ist er geschlossen. Ja, und wenn es dann mal schönes Wetter ist, Tagerdach, zack, macht man das hier oben raus. Und dann hat man hier gute Wettergarantie. Ich finde das echt gut gemacht. Wobei ich allerdings hier das Ganze gerne noch komplett gefliest hätte. Das sieht ja noch besser aus, finde ich jedenfalls. Ich bin ja nicht so der Freund von diesen ganzen Noppen. Jetzt haben wir hier schon vorne den Kühlerbereich gebaut und hier die Lampen mit den Skelettklauen, die die Lampen halten. Und jetzt kommen hier die Räder drauf. Und zack. Und damit haben wir jetzt auch schon die Größe, die das Ganze hinterher kriegt, soweit fertig. Und für die nächsten noch zwei Bausteps, die wir jetzt vor uns haben. Die bauen einmal hier den Motorbereich, ne, schön V8. Und dann hinterher für unseren kleinen Diecast hier noch das Podest, wo er drauf steht. Und dann haben wir es schon fertig. Viel zu schnell eigentlich. So, jetzt haben wir den Motorblock fertig gebaut. Der kann nichts außer gut aussehen, aber das kann er wirklich gut. Also, der sieht schon heiß aus hier mit seinen 8-in-8 Auspuffrohren und hier den Zylinderbänken, hier mit Riemen dran und alles. Einzig dieses rote Nupsi hier vorne stört ein bisschen. Keine Ahnung, warum sie da die Farbe so gelassen haben. Aber ansonsten ein wirklich sehr gelungener Motorblock. Und der kommt jetzt hier rein. Zack. Und das sieht ja schon ziemlich cool aus. Und damit haben wir jetzt die letzte Bautüte hier
auf die Tellerchen gepackt. Da ist hier dieser coole Bone Shaker Druck hier auf der Fliese. Hinterher für das kleine Auto. Dann hier vorne dieser Schädel mit dem Insektenaugen, um da die Lüftung zuzulassen. Aber das ist ja der Kühlergrill quasi. Das hat was. Und die gute Nachricht ist ja, da kommen noch mehr von dieser Art von Autos in nächster Zeit. Es sind ja schon weitere angekündigt. Einmal eine Stufe kleiner, also irgendwo zwischen sowas hier und diesem hier. Und auch hier in der Größe mit Diecast-Autos dabei. Also ich weiß schon, wer es kauft. Ja, sitzt hier direkt hinter der Kamera. So, da haben wir es soweit fertig. Jetzt brauchen wir nur noch hier unser Plus-3-Modell aus der Verpackung befreien. Ich muss gestehen, ich bin bei solchen Sammelverpackungen immer total barbarisch. Ich finde die über. Spielzeug gehört nicht in der Verpackung gelassen. Wir alle wissen seit Toy Story, was passiert, wenn man Spielzeug in der Verpackung lässt. Und da ist er fertig hier. Unser Bone Shaker mit Diecast Modell. Reichlich Ersatzteile wieder dabei. Das ist ja mittlerweile Standard hier bei Megakonstrukt. Und die machen das wirklich mit System. Die haben immer die Teile doppelt dabei, die es halt nicht so oft von anderen Herstellern gibt oder gar nicht von anderen Herstellern gibt, so dass man die halt mindestens einmal in Reserve dann hat, falls man sie verliert oder halt nicht dabei sind. Wobei man ja fairerweise sagen muss, oft ist es einfach der Teppich, der was gefressen hat und man denkt, es fehlt. Ja, man findet es dann hinterher in irgendeiner Tüte oder sowas wieder. Aber gut, dafür haben die hier reichlich Ersatzteile dabei. Hier das Podest für das Diecast-Modell. Das hätte ich mir vielleicht noch einen Tucken anders gewünscht. Vorne und hinten zu, dass es da nicht runterrutschen kann. Und Orange finde ich jetzt hier farblich auch nicht so super passend. Ich finde auch ein bisschen schade, dass das Diecast-Modell nicht auch wirklich in der Farbe ist, wie das Modell, was wir gebaut haben. Aber trotzdem finde ich die Idee gut. Ja? Schöner wäre es natürlich wirklich noch, wenn wir hier das 1:1-Ding haben. Aber wahrscheinlich war das hier der erste, der davon rausgekommen ist. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Wer da mehr zu weiß, bitte unten in die Kommentare. Ist von 2005. Ja, made in Malaysia. Und wer sich damit auskennt, gerne dazu mehr Infos unten hin. Ja, und hier ist er fertig. Unser doch recht groß geratener. Mal gucken, ob ich hier gerade eine Möglichkeit zum Messen habe. Kleinen Moment. So, hier haben wir einen Messomaten. Also das gute Stück ist hier so grob gemessen 30 cm in der Länge. 16 cm in der Breite und ja, etwas über 10 cm in der Höhe. Ja, 11 cm nicht ganz. Ja. Das sind so die Maße zu dem guten Stück. Ja, die Tröten hier, die kann man noch ein bisschen mehr so ausrichten, wie man es möchte. So, jetzt gucken wir mal. Soll und haben. Ist mal wieder ein bisschen optimiert dargestellt alles. Ne? Hier sind die Teile sehr chromig dargestellt. Es ist aber ein Flat Silver. Aber ansonsten kommt es der Sache wirklich nah. Doch. Also, ich würde es als durchaus gelungenes Modell bezeichnen. Es sieht klasse aus. Wir haben hier die Möglichkeit, die Türen zu öffnen. Wir haben das Dach rausnehmbar. Dies hier ist wirklich auch nur locker aufgebaut. Das heißt, das kann man auch abnehmen, um es dann mit offenem Motorraum fahren zu lassen. Auch das ist in der Szene nicht ganz unüblich. Das kann man halt auch machen, wie man möchte. Vorne hier unser Kühlergrill. Der ist halt nur mit zwei Pinnen aufgesteckt. Den kann man auch problemlos abnehmen, wenn man sagt, ach, das ist mir jetzt aber zu speziell. Man kann das Auto hier sehr gut, das Fahrzeug sehr gut noch weiter modifizieren, um es so ein bisschen an das anzupassen, was man vielleicht selber haben möchte. Aber ansonsten, ich finde den echt gelungen. Nur, wie schon gesagt, hatte ich auch hier oben schon gesagt, auch hier kann ich es nur wieder sagen, ich hätte es gerne noch gefliest gehabt. Das wäre für mich so das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen gewesen. So ist er halt jetzt relativ noppig oben drauf. Ich weiß, das ist ein Glaubenskrieg sozusagen. Die einen mögen es gerne, die anderen sagen, nee, es muss alles möglichst glatt sein. Ich gehöre zu dieser Glattfraktion. Aber ansonsten gibt es hier echt nicht viel dran auszusetzen.
Zugegeben, die Bautechniken sind jetzt nicht die anspruchsvollsten. Das finde ich jetzt aber gar nicht tragisch. Es macht trotzdem eine Menge Spaß, den zu bauen. Und das Ergebnis gibt der Sache recht, würde ich sagen. Also, ich freue mich, dass hier Megakonstrux diese Serie ins Leben gerufen hat. Und ich freue mich, dass es da demnächst noch mehr von geben wird. Also, ich weiß, die werden bei mir alle auf dem Bautisch landen. Und ihr werdet sie euch dann hier bei mir angucken können, müssen, wollen, wie auch immer. Auf alle Fälle ist das hier eine Serie, also wenn Sie die so weiterverfolgen, da haben Sie in mir auch einen Fan in dieser Serie. Das ist einfach so. Schreiben wir mal unten in die Kommentare rein. Wie findet ihr hier die Idee von Megakonstrux, die kleinen Autos als große Klemmbausteinsets auszulegen? Also das innere Kind von mir jubiliert hier gerade und auch der Verbrennungsmaschinenliebhaber, also ich möchte jetzt gerade gern den Sound hören hier. Das wäre jetzt noch was. Das Ding hat bestimmt einen geilen Trötensound mit dem Motorblock und mit der Auspuffanlage hier. Der wird richtig tröten. Ja, das war es hier von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, mir hier bei den Baubemühungen zu folgen. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen das Set auch was. Wie schon gesagt, momentan ist es beim großen Fluss für einen relativ guten Preis zu schnappen. Vielleicht ist es auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für irgendeinen lieben Menschen, den ihr kennt, wo ihr sagt, jo, der würde sich da auf alle Fälle drüber freuen, dann jetzt zuschlagen. Solange sie für den Preis zu haben sind, kann man da, glaube ich, nicht viel falsch machen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei dem nächsten Video von mir und bis dahin baut was Schönes und habt viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Bis bald. Tschüss. Der hatte da immer so einen bestimmten Serie der Hot Wheels mit dem Bone Crusher. Nein, Bone Shaker. Ach, feine Fesse. Dieser Hot Wheels Serie von den Megakonstrux gehört ja zur Familie. Oh, meine Güte, was ist denn hier los, ey? Hallo und herzlich willkommen. Ich muss noch einen Schluck trinken.